So, hallo und herzlich willkommen zurück. Uruks stechen dir wenigstens in den Bauch oder in den Hals. Wir haben ähnliche Ziele, Waldläufer. Du willst den Hauptmann töten und jemand muss seinen Platz einnehmen. Jemand wie Redback. Also hat Goroth das Sagen? Im Lager, ja, aber er ist kein Häuptling. Sie unterstehen direkt der Schwarzen Hand. Ich zeige es ihnen allen, wenn ich im inneren Zirkel der Schwarzen Hand bin. Hauptmann zu werden ist nur der erste Schritt in Redbacks Plan, Häuptling zu werden. Dann tritt ihm besser ordentlich in den Nacken. Hi. Hast du dich befreit, Abschaum? Schildträger werden Frontalangriffe ab und wären Frontalangriffe und müssen von hinten angegriffen werden. Drücken in der Nähe des Feindes A, um hinter ihn zu springen. Hey, sag den Waldläufer, nicht mich! Er ist ein einfaches Tier. Sein Schwert ist gebrochen. Vergesst den Abschaum und stellt euch mir, Uruks! Von der Leiter! Oh. Ich sehe nichts. Hilfe! Ich muss mal weg. Ach so. Das habe ich gar nicht gemerkt. Hoppla. Der stirbt ja gerade da hinten. Hast du dich befreit, Abschaum? Ja, das haben kennen wir ja schon. Den Waldläufer, nicht mich. Vergesst den Abschaum und stellt euch mir. Kannst uns nicht alle töten, Abschaum. Naja. Für diese Lektion solltest du mir dankbar sein. Alter, lass den doch in Ruhe. Au. Wo ist denn die Musik eigentlich hin? So, komm jetzt. Hopp, 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 hopp. Sehr gut, Waldläufer. Nun stell dir die ganzen Leichen als Goroth vor. Stell dir dein Ziel vor. Goroth will Redback schon lange ans Leder. Er ist ein dummes Stück Dreck. Wir bekriegen uns schon seit Redback denken kann. Aber Redback gewinnt nie. Letztens hat er Redback in den Karagor-Käfig gestoßen. Alle lachten, als der Karagor Redback herumgeschleudert hat wie ein Wollknäuel. Dafür wird Goroth büßen. Dieser Drecksack wird büßen. Er läuft auf meiner linken Seite und ich höre ihn auf dem rechten Ohr. In Käfigen. Gerüchteweise kommt er ihnen nur ungern zu nahe. Lass mich raten, du denkst, ich sollte die Käfige öffnen. So. Turm freigeschaltet. Geht nie raus. Oder muss ich da ganz hoch? Ich mag
fragt mich, wo der wohl hinmacht. Oh, das ist ja keine Stadt. So. Alter, meine, wir haben die halbe Map schon durchkreuzt. Ich muss ihn mit Licht abwenden. Wir gehen zivilisiert runter. So. Versteck dich. Verbesserung ansehen. Gut, hier können wir nichts mehr machen. Fähigkeiten. Können wir hier was Neues machen? Nein. Wir haben natürlich auch keinen Fähigkeitenpunkt. Verbesserungen? Ah, ne. Nein. Waffen und Runen? Nichts. Okay. Ich sorge für die Absetzung deines Hauptmanns. Guter Plan! Du tötest, ich warte. Das ist militärisches Genie. Hauptmann Gorath ist erfahren. Die Vorfreude macht mich ganz sabberig. Der Sabber der Rache. Sie haben sich in Durtan ganz schön gut eingerichtet. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Waffenlager geschützt sind. Die einzigen, die unsere Waffenvorräte plündern, sind wir. Lass dich dabei erwischen. Du wirst den Karagor des Bestienmeisters vorgeworfen. So. Ich hab genug von uns. Du stinkendes Stück Schrank. Losmarschieren. Du wirst nicht lange warten müssen. Ist noch nicht lange her, da habe ich das von Lärm hier gesehen. Warte, ich rieche etwas. Oh oh. Oh. Grund, es wurde Alarm geschlagen. Bitte töte den Feind, der auf dem Signalfeuer läuft. Ach so, den Feind, der auf das Signalfeuer zuläuft. Vielleicht mache ich das so wie eben, einfach alle anlocken und sterben lassen. Ich frage mich, ob wir ein Katapult bauen könnten, das groß genug ist, einen Grauk zu schleudern. Das wäre mal ein Anblick. Was? Habt ihr das gehört? Bringt ihr das im Gleich für mich? Ui. Ich sollte mich um sich los. Ich zünde das Leuchtfeuer. Haltet ihn auf! Entfache das Leuchtfeuer! Nein! Zünde das Leuchtfeuer an! Pass mal auf! Oder du bist sein Netz! Ich muss Verstärkung holen! Alter, viel zu viele. Keine Chance. Ja, 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 ja. Mann! Ich darf nicht zu viele anlocken. Das sind richtig viele. Aber gut, das heißt ja nicht umsonst Festung. Der Hammer sollte hier wirklich das Sagen haben. Er ist der grausamste aller schwarzen Hauptmänner. Hm. Die Schmieden aber
arbeiten seit ein paar Tagen ohne Unterlass. Du weißt, was das bedeutet. Wir machen Untergemetzel. Was war das? Menschen außerhalb Mordors wüssten, was zukommt. Entschuldigung. Wir werden die am besten bewaffnete Streitmacht sein, die dieses Land je gesehen hat. So, wir nennen es Gebüsch. Gott, wie viele. Durch den Marsch. Habt ihr das gehört? Los, komm her. Hier treibt sich ein Mörder herum. Nicht mit mir. Das letzte Mal, als wir dort draußen waren, wurden wir von einem Pack Karagor gejagt. Das sind schnell. Da oben. Ich könnte auch theoretisch einfach hochklettern, oder? Ich frag mich, ob ein Uruk je vom Schützen zum Hauptmann wurde. Und tschüss. Ein Nickerchen zu sein. Gorod wird dich töten, wenn er dich schlafen sieht. Gorod kommt nie hierher. Er bleibt immer nur am Jagdlager. Ich glaube nicht, dass er jemand war. Gorod ist im Jägerlager. So viel dazu, dass er immer am selben Ort bleibt. Wen habe ich da gerade runtergeschubst? Ein Hauptmann, der seine eigene Bestie fürchtet. Furcht ist ein starkes Werkzeug, Talion. Schicken wir Gorod an die Arbeit. Ich weiß nicht, was das war. Sicher falscher Alarm. Ich könnte zurückkommen. Da hinten ist ein Turm. Man könnte da so explodieren. Ich hab gehört, der Waldläufer soll sich hier herumtreiben. Ein Waldläufer! Halte die Augen auf! Den schnappen wir uns! Ja, natürlich. Das ist nur ein halber Turm. Wir sollten zur Ehre der Rückkehr des dunklen Herrschers ein paar Bleichhäute und Karagor schlachten. Denkst du, es stört ihn, wenn wir ein paar davon selbst essen? Der dunkle Herrscher braucht kein Menschenfleisch. Es ist nicht. Oh, ein Geysir. So, den Turm machen wir auch mal gleich. Jetzt sind wir da. Welch wunderschöner Stein. Der Turm ist wiedergeboren, so wie ich. Sehr schön. Wir sind nah dran. Welcher von diesem Abschaum ist Gorod? Das heißt,
Vielleicht da jemand um mehr als ihr. Unter den Biestern Mordos habe ich mir einen Namen gemacht. Da! Hinterher! Träumen Sie vom Gorgon. Ich werde deinen Kopf mit meinem Einmal haben. Mit meinen bloßen Händen. Ich habe dich nicht mit bloßen Blicken. Oh, schau mal, wer da unten ist. Ich bring dich um. Was bleibt mir anders? Ich bin Gorgon. Ja. Waldläufer! Meine Karagor sollen dich mit den Füßen zuerst fressen, damit du ihnen dabei zusiehst! Was? Nein, das wollte ich gar nicht. Zu viele! Zu viele! Geh weg! Nein! Jawohl! Alter! Nach einem Machtkampf kannst du im Kampfbericht die Ergebnisse nachfragen. Kampfbericht. Alter, habt ihr gerade auch das gesehen, was ich gesehen habe? Folgen nur den Befehlen von Gorgon. Er ist die stinkende Leiche, die ihr tragen sollt. Jetzt los, los! Halt den Sandball! Zeigt etwas Respekt, ihr garstigen Würmer! Sonst schneide ich euch die Ohren ab! Ist jetzt euer Hauptmann! Das muss ich mir ansehen. Ja, wenn ihr damit fertig seid, habe ich noch mehr Leichen für euch. Trefft mich an der Kreuzung. Ein alter Freund möchte dort seinen Kopf verlieren. Die zwei sind sehr erfreut, glaube ich. Erst werde ich von einem Geist wieder zum Leben erweckt, dann arbeite ich mit einem Ork zusammen. Was kommt noch? Wir müssen die Waffen unseres Gegners gegen ihn verwenden. Die Orks hassen sich beinahe so sehr, wie sie uns hassen. Warum ist es so hell hier? Das Schlimmste an diesen Bleichhäuten ist, dass sie sich immer müde stellen, die faulen Säcke. Hab ein paar beim Straßenbau eingesetzt. Und nach nur 10 Stunden fängt die an, mir umzufallen. Wäre ich dort gewesen, hätte ich sie schon zurechtgestutzt. Dann wimmern sie ja nur so. Ich stutze ihnen höchstens die Köpfe. Wo soll ich jetzt eigentlich hin? Ich weiß, wo ich hin will. Zum Folgenende. Ich mach mal eine Aufnahmepause, weil ich merke langsam... lässt die Konzentration nach.
Ah, naja, gut. Wir sehen uns. So. Ich hab jetzt erstmal fertig. Mann. Also hoffentlich kriege ich das bald mit dem Husten hin. Ich werde jetzt auf alle Fälle nochmal das gute alte Hustensaftzeugs nehmen, damit das besser wird. Es hat aber was jetzt doch irgendwie gebracht. Ich habe heute Morgen richtig, ne? Also, ich will das jetzt nicht unbedingt sagen. Aber dem Fremdkörper, der ist gut rausgekommen. So sage ich es jetzt. Und mal schauen, was dann in den nächsten Folgen kommt. Ich glaube, ich habe jetzt fünf ich bin hier, mein Sohn. Ich bin Folgen hier. Gemacht. Das reicht bis Mittwoch. Ist das möglich? Der Tod hat dich verraten. Mal schauen, ob ich es schaffe, noch bis Samstag Folgen zu machen. Wir werden zusammen sein, Geliebter. Muss ich mal gucken. Vielleicht kann ich morgen nochmal oder heute Abend nochmal. Wir werden bald wieder zusammen. Fest steht, aufnehmen muss ich mindestens nochmal 45 Minuten. Mindestens. Was ist mit mir passiert? Aber mal schauen, das wird schon. Ein Fluch verbindet uns. Und wie brechen wir ihn? Wir finden den, der uns verflucht hat. Ich hatte eine Familie, eine Frau und einen Sohn. Ich habe es übergraben, wie alle, die ich je kannte.